Die Winterzeit ist mit Abstand die schwierigste Zeit, wenn du deine Zimmerpflanze über den Winter kriegen willst. Und deswegen bin ich heute hier beim Alex bei Jungle Leaves in Herten. Und der wird uns heute als Vollprofi erzählen, was du zu berücksichtigen hast, wenn du deine Zimmerpflanzen anständig über den Winter kriegen willst. Let's go! Punkt 1, die Winterdüngung. Was gibt es dabei zu berücksichtigen? Genau. Erstmal haben wir natürlich im Winter deutlich weniger Licht als im Sommer. Und Pflanzenstoffwechsel hängt hauptsächlich davon ab, wie viel Licht sie bekommen. Bei wenig Licht kann man die Düngung entsprechend runterfahren. Viele düngen über den Winter gar nicht. Würde ich nicht unbedingt machen. Man kann es, ich sag mal, so auf ein Viertel vielleicht reduzieren. Ja. Man merkt aber auch, dass die Pflanzen jetzt so langsam anfangen, deutlich langsamer zu wachsen. Ja. Außer natürlich, ihr habt eine vernünftige Pflanzenlampe drüber, zum Beispiel so eine hier. Mhm. Dann wachsen die über den Winter praktisch normal weiter. Dann würde ich die Düngung auch nicht so stark reduzieren oder vielleicht auch gar nicht reduzieren, je nachdem, genau, wie ihr die sonst stehen habt. Ja, ne? Weil Düngung ist immer wichtig. Müsst ihr euch wie ein Gaspedal vorstellen. Umso mehr Licht ich gebe, umso mehr Temperatur ich drauf gebe, umso tiefer drücke ich das Gaspedal der Pflanze. Das bedeutet, wenn du dein Gaspedal in dein Auto immer fester nach unten drückst, verbrauchst du auch mehr. Genau. Treibstoff. Also braucht die Pflanze auch entsprechend dann mit mehr Temperatur und mit mehr Licht mehr Nährstoffe. Das heißt, im Winter weißt nur du zu Hause selber, wie viele Nährstoffe deine Pflanze braucht, weil du weißt, wie tief du dein Gaspedal runterdrückst. Und zum Thema Licht kommt übrigens jetzt gleich nochmal hier diese tolle Lampe für euch, denn das Thema Licht ist auch besonders wichtig, aber dazu zum späteren Zeitpunkt mehr. Jetzt gehen wir erstmal zum nächsten Punkt und zwar Luftfeuchtigkeit. Genau. Genau, nächster Punkt ist die Luftfeuchtigkeit. Da haben wir im Winter zwei Effekte, die so ein bisschen gegeneinander arbeiten. Einerseits ist es bei euch in der Wohnung kühler und kühlere Luft kann weniger Wasser aufnehmen. Umso wärmer die Luft ist, umso mehr Wasser kann in der Luft gelöst sein. Andererseits schaltet ihr natürlich im Winter auch die Heizung an. Das heißt, ihr habt da lokal viel, viel wärmere Luft als im Rest des Raumes. Und die Luft, die dann von der Heizung aufsteigt, die dann erwärmt wird, da ist nicht viel Wasser drin. Einfach, weil warme Luft theoretisch mehr Wasser aufnehmen könnte, ist aber nichts da, weil der Rest eures Raumes ist einigermaßen kühl. Und das kann Pflanzen ziemlich schädigen, gerade dieser warme, trockene Luftstrom, der von unten, von der Heizung nach oben geht. Und viele, natürlich, Heizkörper sind direkt am Fenster angebracht, da habt ihr eure Pflanzen stehen. Und das kann gerade bei so empfindlicheren Sachen mit dünneren Blättern zu großen Schäden führen. Ja, das seht ihr dann im Winter, sobald die Heizperiode anfängt, dann werden die Blätter vom Rand her braun oder sie werden auch abgeworfen. Und das liegt an dieser warmen, trockenen Heizungsluft, die da hochkommt. Da kann man sich ein bisschen mit Abhilfe schaffen, aber bitte nicht mit Pflanzen ansprühen. Das ist im Winter nämlich ganz gefährlich, da kommen wir gleich noch drauf. Am besten Luftbefeuchter tatsächlich kaufen, der den Raum einfach feucht hält oder auch gerade den Bereich um die Pflanzen rum, die Fensterbank feucht hält. Was auch geht, das habe ich auch immer zu Hause gerne gemacht, ist, ich habe mir große Schalen gekauft. Die habe ich mit Bleton oder Ceramis vollgefüllt und da habe ich meine Pflanzen draufgestellt und in diese Schalen habe ich immer ein bisschen Wasser gegeben. Durch die große Oberfläche verdunstet dann das Wasser und die Schalen waren so groß, dass die Pflanzen auch wirklich über diesen Schalen hingen mit den Blättern. Und dann kommt von unten immer so ein leicht feuchterer Luftstrom hoch, ne, auch wenn die Heizung an ist. Das bringt so 10-15% Luftfeuchtigkeit und so kann man ganz gut verhindern, dass die diese typischen Trockenschäden nehmen. Und eine andere Möglichkeit, die Luftfeuchtigkeit hochzuhalten, ist einfach, wenn ihr Vitrinen nehmt oder so Indoor-Gewächshäuser. Ja, ne, das ist so eine Sache, da habt ihr halt einen abgeschlossenen Raum, den man halt immer nur öffnet zum Gießen oder was auch immer. Ansonsten ist das Ding zu. Da drin entwickelt sich Luftfeuchtigkeit viel besser, viel einfacher und wird natürlich auch viel besser drin gehalten. Klar. Und wenn man da erstmal ein paar Pflanzen drin hat, die sorgen einfach durch ihre Verdunstung bei der Photosynthese selber für die Luftfeuchtigkeit. Genau, da braucht man noch nicht mal irgendwie großartig was reinstellen. Genau, und das war der Punkt Luftfeuchtigkeit. Eine ganz wichtige Sache, wie ich finde, und vor allem, was der Alex gerade gesagt hat, wenn ihr eure Pflanzen, gerade auch die mit den, nicht nur diese filigranen Sachen, sondern auch große Blätter, ne, wenn man sich jetzt überlegt, ich habe jetzt so eine hübsche Pflanze, die man übrigens auch bei Jungle Leaves im Online-Shop kaufen kann, unter der Heizung stehen hat, dann sammelt sich gerade auch unter solchen großen Blättern die heiße Luft, die jetzt unten kommt vom Heizkörper, hier unten drunter und das gefällt den Pflanzen überhaupt nicht. Da kann man sich praktisch den ganzen Erfolg vom Sommer innerhalb von ein paar Tagen kaputt machen, wenn die dann wirklich in der Heizungsluft stehen. Genau, sieht man ja. Das ist wie so ein Heißluftballon. Da kommt von unten die heiße Luft, das tut den Pflanzen überhaupt nicht gut. Und da kommen wir jetzt auch schon zum nächsten Punkt. Temperatur. Temperatur. Jo, als nächstes haben wir das Thema Temperatur. Das ist eigentlich im Grunde so fast das Wichtigste oder Zweitwichtigste im Winter. Es wird kühler, ne? Auch wenn eine Wohnung klimatisiert ist, im Sommer habt ihr natürlich
trotzdem höhere Temperaturen als im Winter. Mit geringeren Temperaturen wachsen auch die Pflanzen langsamer und weniger Licht hatten wir ja gerade. Was dazu führt, dass alles langsamer verbraucht wird. Ne? Weniger Dünger, weniger Wasser auch, da kommen wir gleich noch drauf. Aber auch viele Pflanzen reagieren auf Temperaturstürze auch, entweder indem sie das Wachstum sowieso komplett einstellen oder viele Sachen blühen auch, wenn es kühler wird. Also zum Beispiel so Phalaenopsis-Orchideen. Die nehmen das als Trigger, also als Auslöser für ihre Blütephase. Das kann man dann also auch beobachten. Was wichtig ist im Winter ist, gut, Blätter ansprühen, das hatten wir ja schon mal in dem Video, das ist generell nicht so sinnvoll bei den meisten Pflanzen. Aber gerade im Winter sollte man es wirklich nicht machen, weil wenn man dann die kühle Luft hat und die Blätter nass sind, das trocknet nicht mehr ab. Und wenn es nicht abtrocknet, umso länger das Wasser auf den Blättern steht, umso länger haben Pilzsporen aus der Luft Zeit, da zu keimen und in die Pflanzen einzudringen. Und da kriegt man ganz viele Pilzkrankheiten. Deshalb stehen wir hier auch gerade bei den Begonien. Die wollen ja sowieso keine nassen, angesprühten Blätter haben. Aber gerade im Winter, bei kühleren Temperaturen, ist das noch mal viel wichtiger, dass die Blätter nicht nass werden, weil dann kriegt man wirklich Probleme mit Pilzen. Nächster Punkt, Schädlingsproblematik. Ich muss immer lachen. Oh, die ist so schön. Wie kann denn eine Blüte so schön sein? Geil, oder? Wirklich. Eine Pavonia. Ja. Die Blätter sind auch eigentlich ziemlich geil. Ja, hat was. Geht bestimmt als Zimmerpflanze, wenn ich da mal mehr als eine von hätte. Ja, die Blüten sind echt geil, sieht man nicht alle Tage. Das nächste Thema, Schädlinge. Momentan häufen sich die Nachrichten, was mache ich denn aktuell falsch, warum sind so viele Schädlinge da? Erstmal ganz vorweg, Schädlinge sind immer ein Thema hier im Bereich der Pflanzen und ihr macht grundsätzlich auch nichts falsch, wenn ihr Schädlinge habt, weil die kommen einfach rein, richtig? Genau. Genau. Und jetzt gerade ist es bei mir so im Herbst, das ist auch so ein bisschen aus Erfahrung heraus, habe ich immer die Problematik, dass gerade im Herbst mehr Schädlinge ins Haus kommen als beispielsweise durch den Sommer. Meine Theorie ist, es wird draußen kälter und die suchen ein bisschen Zuflucht in wärmere Gefilden. Und das bedeutet, die kommen lieber rein und setzen sich dann ins warme Wohnzimmer auf die Pflanzen als draußen irgendwo auf einer kalten Pflanze. Und der Alex, der ist ja auch Experte auf dem Level und der sagt uns jetzt einmal, wo die, warum, weshalb die Schädlinge jetzt genau in unsere Wohnung kommen. Ja, super. Als wüsste ich das. Nee, ehrlich gesagt, ich wüsste nicht, wie die spüren sollten, dass es hinter irgendeiner Scheibe, hinter einem Schlitz warm ist, genau, aus 50 Meter Entfernung. Ja. Ich glaube eher, die kommen zum Licht. Wenn es abends nicht mehr so lange hell ist, dann fliegen die einfach zum Licht hin. Und dann kommen jetzt tatsächlich auch ziemlich viele Sachen von draußen rein. Also jetzt ist so die letzte Schädlingswelle, die jetzt nochmal kommt. Danach hat man die Fenster ja im Grunde auch zu. Ja. Und vor allen Dingen wird es dann auch draußen so kalt. Die Adulten, also die Ausgewachsenen von denen, die sterben weg. Mhm. Die meisten von denen überwintern als Eier irgendwo. Da kommen jetzt auch keine mehr nach. Wenn man sie übers Jahr hat, es ist nicht unbedingt so, dass man sich die nur mit Pflanzen in die Sammlung holt, die irgendwie infiziert sind. Wenn man irgendwo in der Nähe von einem Wald oder Baum wohnt, die kommen einfach auch von draußen rein, die Schädlinge. Ja. Und das ist jetzt halt nochmal, jetzt merkst du es halt nochmal. Genau. Da ist aber wichtig, vor allen Dingen, wenn ihr über den Winter da auch schädlingsfrei sein wollt, da auch entsprechend was gegen zu tun. Genau. Und genau da haben wir schon ein Video aufgenommen, wo es genau um diese Geschichte geht. Und zwar, wie werdet ihr eure Schädlinge möglichst schnell und effizient los und nicht mit irgendwelchen komischen Hausmittelchen, die meistens sogar noch problematischer sind als die Problematik vor der Bekämpfung mit Hausmitteln. Genau. Ich würde sagen, jetzt wo es auf den Winter zugeht, wenn ihr die Schädlinge jetzt los seid, dann kommen jetzt eigentlich auch keine neuen mehr nach. Ja. Und das ist auch eigentlich ziemlich wichtig, weil viele tropische Pflanzen bei uns in der Wohnung, die haben es über den Winter eh schon schwer. Ja. Wenn ihr da jetzt noch Schädlinge drauf hättet und ihr die nicht weggekriegt habt vom Winter, das kann eine Pflanze dann wirklich umbringen. Und deswegen ist das besonders wichtig. Schaut euch das Video an, das kommt in den nächsten Wochen hier. Und wenn du das Video nicht verpassen willst, geh mal runter, abonnier den Kanal und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren. Und jetzt kommen wir zu dem nächsten Punkt. Und für mich und für dich, glaube ich auch, der wichtigste Punkt, und zwar Licht. Jetzt haben wir den Alex zur Seite gekickt, weil der kennt sich nämlich nicht so gut aus mit der Technik von Lampen wie der Nils. Und da schauen wir uns jetzt mal an, dann nehme ich euch über die Schulter und gucke mal, was der Nils uns so zum Thema Lampen sagen kann. Und für euch, die besonders viele Informationen benötigen zum Thema Lampen, wird es in der nächsten Zeit auch noch ein Spezialvideo geben mit dem lieben Nils. Und jetzt gucken wir uns erstmal an, was er uns hier so zu sagen hat. Ja, zum Thema Leuchtung von Zimmerpflanzen kann man auf zwei verschiedene Weisen eigentlich betrachten. Zum einen, jedes Licht ist erstmal besser als kein Licht. Egal, ob ihr jetzt eine 10 Jahre alte Lampe im Keller gefunden habt oder beim 1-Euro-Shop. Ich sag mal, jede Lampe,
jedes Photon, was auf die Pflanzen kommt, ist erstmal gut. Egal welche Lichtfarbe, ob es blau ist, ob es weiß ist, ist erstmal alles gut. Dann wird es aber natürlich irgendwann kompliziert, nämlich dann, wenn man sich über die Quantität und über die Qualität des Lichts dann Gedanken macht. Zum einen muss es natürlich gut aussehen. Man will ja nicht irgendwie bei einem violetten Wohnzimmerlicht leben müssen, sondern es soll natürlich ein schönes, angenehm weißes Licht sein. Das ist das eine. Und zum anderen soll es natürlich für die Pflanzen möglichst effizient sein und möglichst naturnah. Ja, wir wollen ja keine vergeilten Pflanzen, wir wollen ja schön kompakt gewachsene Pflanzen und wir wollen natürlich auch nicht Unmengen an Stromkosten ausgeben, das ist ja teuer genug in Deutschland, sondern wir wollen ja möglichst energieeffizient das Ganze betreiben und natürlich auch möglichst viel Fläche damit beleuchten. Und dafür gibt es dann eben solche Hocheffizienzlampen wie das hier. Man sieht da schon, da sind weiße Lampen, LEDs eben als Hauptgrundeinheit drin und die werden dann eben supplementiert mit auch Rot und bei uns jetzt eben dann auch Far-Red leuchten. Dazu dann aber mehr im nächsten Thema. Und bevor es jetzt gleich hier wieder mit dem Video weitergeht, hast du jetzt die Möglichkeit, eine Jungle Lux, also eine Pflanzenlampe von Jungle Leaves, hier zu gewinnen. Entweder die 60er oder die 90er Variante. Und dazu scrollst du jetzt einmal runter in die Kommentarfunktion und schreibst mal deine Erfahrungen bezüglich Winter- und Zimmerpflanzen und ob du jetzt vielleicht sogar schon die ersten Maßnahmen getroffen hast für den Winter. Und ansonsten würde ich mich natürlich über ein Abo auf diesem Kanal freuen, was übrigens kostenlos ist. Und wenn wir es schaffen sollten, in den nächsten 2 Wochen hier 600 Likes auf dieses Video zu kriegen, dann werde ich nochmal ein Spezial machen, wo ihr einmal eine Lampe hier nochmal auf YouTube gewinnen könnt und nochmal eine auf Instagram. Und ja, bisher ist es in meiner ganzen Laufbahn noch nie dazu gekommen, dass ich irgendwas empfohlen oder verlost habe, was ich nicht selbst schon über mehrere Monate getestet habe. Aber jetzt in diesem Fall mache ich eine Ausnahme, weil ich ganz genau weiß, dass die Jungs von Jungle Leaves kein Blödsinn auf den Markt bringen würden. Das Gewinnspiel geht übrigens bis zum 12. Dezember. Und jetzt würde ich sagen, alle weiteren Informationen bezüglich des Gewinnspiels kriegt ihr unten in der Videobeschreibung. Und jetzt geht es ja weiter mit dem Video. Und wie man das Ganze dann ansteuert, also das steckt man ja einfach in die Steckdose, packt dann eben eine Zeitschaltuhr dran. Für die meisten von unseren tropischen Zimmerpflanzen, die kommen ja alle irgendwo aus plus minus Äquatornähe, kann man auch 11 bis 12 Stunden dann tagsüber eben die Lampe laufen lassen. Naja, also ein paar Stunden am Tag bringt natürlich mehr als gar nichts, aber wenn man sie dann schon hat, dann kann man sie eben auch 11, 12 Stunden lang am Tag laufen lassen. Und dann hat man auch das meiste davon. Genau, das ist richtig, was der Nils gerade gesagt hat. Es gibt da auch natürlich qualitative Unterschiede zum Thema Lampen. Und da, wie gesagt, gibt es dann das Spezialvideo zu in den nächsten Wochen hier auf YouTube. Und für euch, die jetzt Bock haben, sich noch ein anderes Video zum Thema Lampen anzugucken, die können jetzt einmal hier oben klicken. Und hier unten gibt es auch nochmal ein Video, was für euch, hier haben wir auch gedreht, bei Jungle Leaves vielleicht nochmal interessant sein kann. Dir lieben Dank und ich würde sagen, kümmert euch um eure Pflanzen. Genau, und bis zum nächsten Mal.